Die Aktionsgemeinschaft Handel und Handwerk bzw. ihre Vorläuferorganisation wurde 1947 von Wilhelm Schmoldt gegründet. Damals nannten sie sich die Weilgreiburger Kaufleute. Auch heute, fast 47 Jahre später, hat sich das Ganze prächtig entwickelt. Ziel ist es, die Kaufleute in der Innenstadt zu fördern und auch die ortsansässige Handwerkerschaft mit einzubeziehen. Doch gerade in Corona-Zeiten ist das wirklich sehr schwierig. Wir haben uns mit dem Vorstand getroffen. Wie geht's denn dem Einzelhandel aus Ihrer Sicht aktuell? Funktioniert der Ansatz mit diesem Click and Collect bzw. Call and Collect? Der funktioniert sehr gut, aber ich wünsche mir halt, dass das noch viel mehr Weilgreiburger auch wirklich wahrnehmen. Das heißt, dass wir nicht Amazon und Zalando unterstützen, sondern die hiesigen Geschäfte unterstützen. Das wäre mein Wunsch an die Weilgreiburger und die Leute aus der Umgebung, die hier bei uns einkaufen, dass wir wirklich uns selber unterstützen. Das ist das Wichtige eigentlich momentan. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Aber es könnten natürlich noch mehr sein, die mitmachen. Das ist wahrscheinlich auch für die Einzelhändler wirklich überlebensnotwendig, oder? Absolut, weil so geht es alles im Bach runter. Und wenn ein Einzelhandel mal weg ist, dann ist er weg. Da kommt keiner mehr nach. Und wir müssen da wirklich darauf achten, dass die Leute zu uns kommen bzw. anrufen oder anrufen und was bestellen und sich dann das entweder abholen oder sich bringen lassen. Bei uns ist es so, wir sind gelistet im Internet unter AHW, also Aktionsgemeinschaft Handel und Handwerk in Weilgreiburg. Da sind alle Geschäfte aufgeführt, die mitmachen. Der Lockdown, der ist ja jetzt auch nochmal verlängert worden. Gibt es denn Schwierigkeiten für einige Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Handel und Handwerk? Oder gab es denn vielleicht sogar schon eine Schließung eines Geschäfts? Gott sei Dank haben wir noch keine Schließung gehabt. Und wir hoffen einfach, die Zeit zu überstehen. Aber nur mit der Hilfe von den Weilgreiburgern können wir das überstehen. Und man darf ja auch die Gastronomie nicht vergessen. Es gibt ja To-Go und Lieferservice. Das ist in Weilgreiburg recht gut organisiert, oder? Wie schaut es da aus? Ich glaube schon eigentlich auch. Also wir sind, die Gastro ist auch da aufgelistet und da kann man also bestellen und liefern und auch wann sie, an welchen Tagen sie offen haben, steht da ganz gut da. Ich beispielsweise habe meinen Mitarbeitern einige Gutscheine geschenkt von den, und zwar 24 Gutscheine, 30 Euro habe ich beispielsweise gemacht. Und da unterstütze ich meine Mitarbeiter und auf der anderen Seite auch die Lokale, die eben mit dabei sind. Das ist eigentlich das, was wirklich zählt. Also das sind 720 Euro, die ich da ausgegeben habe, aber das ist mir wurscht. Wichtig ist, dass die Gastronomen überleben und dass meine Mitarbeiter was davon haben. Das ist eine wirklich schöne Aktion. Ich glaube, da können sich auch noch einige Chefs ein Beispiel dran nehmen, oder? Noch eine Aktion haben wir gemacht. An Weihnachten habe ich das noch meinen Mitarbeitern, neben dem Weihnachtsgeld natürlich, geschenkt. Und zwar ist es eine Filmrolle. Da ist ein Filmgutschein drin von unserem Kino. Und das ist auch gut angekommen. Ich hoffe, dass unser Kino auch überlebt. Weil die haben natürlich auch überhaupt keine Einnahmen und das ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und ich fordere auch auf, die Vermieter wirklich mitzuhelfen. Also ich habe beispielsweise meinen zwei Mietern habe ich auch die Miete schon wirklich zu 50% erlassen. Und das sollen auch andere machen, weil sonst geht alles im Bach runter. In diesen Zeiten hörst du wahrscheinlich einfach zusammenhalten. Ja, richtig, so ist es. Wirklich zusammenhalten, die Weilgreiburger untereinander. Das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auch helfen. Herr Pötsch, die regionale Geschäftswelt in Weilgreiburg, die leidet ja auch sehr unter dem Lockdown und Sie brauchen ja dringend die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt, damit sie eben Angebote annehmen wie Click oder Call and Collect. Das ist ein sehr großes Anliegen von Ihnen, oder? Ja, natürlich. Es ist nicht nur im Rahmen von Corona, sondern es ist in der Vergangenheit schon immer wieder Thema gewesen, dass gerade die großen Internetriesen, die Geschäfte immer mehr werden, immer mehr Autos sind auf den Straßen, Autos, die die ganzen Sachen dann natürlich ausfahren.
Und jetzt der kleine Einzelhandel da mehr oder weniger auf der Strecke bleibt. Corona hat das Ganze jetzt nochmal entsprechend verstärkt. Es war ja auch in den letzten Monaten immer wieder Thema, dass sich der Einzelhandel, die Gastronomie Gedanken gemacht hat, wie kann man da ein Stück weit wieder Normalität herbeiführen, wie kann man auch ein Stück weit Geschäft machen, damit man nicht ganz den Bach runtergeht. Und da ist eben dieses Click und Collect eine gute Gelegenheit, jetzt auch für die heimische, für den heimischen Handel hier ein Angebot zu schaffen, das die Bürger natürlich auch annehmen sollen, damit hier weiterhin die Stadt am Leben bleibt. Und mit der aktuellen Verlängerung des Lockdowns wird die Sache ja bestimmt nicht wirklich leichter. Gibt es denn von der Stadt her Hilfen für den regionalen Einzelhandel oder sind da zumindest welche in Aussicht? Also von der Stadt selber finanzielle Hilfen haben wir keine Möglichkeiten groß. Es gibt natürlich Gewerbesteuervorauszahlungen, die man entsprechend stunden kann, ja. Aber andere finanzielle Hilfen haben wir nicht. Wir können gerne unterstützen. Wir haben auf unserer Homepage zum Beispiel auch die ganzen Unternehmen mit aufgelistet, machen Werbung dafür, dass die Menschen doch hier vor Ort bleiben sollen, hier die entsprechenden Geschäfte tätigen. Das sind die Möglichkeiten, die wir im Moment haben. Wir von Schmidt Video können nur an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren, die Angebote wie Click and Collect bzw. Anrufen und Kaufen auch wirklich wahrzunehmen, um so den regionalen Einzelhandel zu unterstützen. Bis dahin bleiben Sie gesund und alles Gute. Ihre Nicola Koska.